21. Das ist die 6-jährige Arilyn. Und das ihr 3 Jahre älterer Bruder Izzy. Zusammen sind sie die Band Merp. Und die sorgte beim amerikanischen Supertalent für jede Menge Emotionen. Wir gehen da jetzt raus, lachen, sind stolz und haben keine Angst. Ja, ja, wir wissen, was sie jetzt denken. Voll niedlich. Ganz süßes, zartes Mädchen. Have fun! Go get him! Dachte die Jury um Heidi Klum und Howard Stern ab. Ich freue mich schon auf euren süßen Auftritt. Nur das wäre doch irgendwie langweilig. Was? Das ist unglaublich. Von wegen süß und niedlich. Mit ihrem Song Zombie Skin, also Zombie-Haut, aktivierte Schreibaby Arilyn eine ganz andere Gefühlspalette. Von Furcht. Scary Spice hat offiziell Angst. Über Unsicherheit. Ich bin verwirrt. Bis hin zu totaler Euphorie. Ich liebe es. Man glaubt kaum, was dieses kleine Mädchen da gerade getan hat. Die Geschwister schafften es. Nicht nur in die nächste Runde, sondern auch in die Herzen der Amerikaner. Mein Papa hat gesagt, dass wir über 14 Millionen Klicks auf YouTube haben. Auf einmal war die Miniband Merp ganz oben. Dabei hatte alles ganz unten begonnen. Beim Jammen in Papas Keller. Wir haben ihr ein Mikrofon gegeben und ich war geschockt, als Arilyn zum ersten Mal solche Geräusche machte. Was eine Röhre? Hat die eine Röhre? Nee. Warum soll denn ein kleines Kind immer von Biene Maya und Co. singen? Eben. Oder für Justin Bieber schwärmen. Ich hasse Justin Bieber. Okay, aber die Jury liebt Merp und schickte Arilyn und Izzy bis in die 3. Runde von America's Got Talent zur Live-Premiere von Dog Poop. Zu Deutsch, Hundekacke? Im Blumenbeet. Die sind einfach eine Mogelpackung in Lieb, ne? Und wenn man die aufmacht, dann springt aber ein Rockteufel heraus. Fantastisch ist das. Ich find's furchtbar, aber auch wiederum geil. Es macht bestimmt auch Spaß, so rumzuspringen. Aber das ist natürlich gar nicht gut für die Stimme. Falsch. Für die Stimme ist es okay. Nur nicht für die Stimmung in der Jury. In der ersten Runde habe ich das ganz lustig irgendwie gefunden. Aber danach war es dann so ein bisschen seltsam. Die Zuschauer wählten Arilyn und Izzy aus der Show. Ihre Geschichte hat dennoch erst begonnen. Denn weil sie so viele Emotionen auslösten, könnte ihre erste Platte durchaus der letzte Schrei werden. Süß, die Kleine, aber wenn sie den Mund aufmacht, diese Stimme. Naja, ich habe ja nie ganz verstanden, was die Amis an Heidi Klum finden. Aber auch den kleinen Schreihals finde ich irgendwie gewöhnungsbedürftig. Ich habe generell ein kleines Problem damit, wenn Kinder anstrengend im Ohr sind.